Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Verena, ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und begrüße euch in meinem kreativen Chaos. Heute dachte ich mir, weil mir, also ich habe wahrscheinlich gerade irgendwie eine kreative Blockade oder sowas, aber mir ist kein passendes Thema für ATCs eingefallen. Und dann dachte ich mir, naja, wir müssen die ATCs hier auch irgendwie verpacken. Wieso zeige ich euch nicht einfach mal eine Art von Verpackung? Und ich habe mich inspirieren lassen, also das ist übrigens die Verpackung, sie ist nicht dekoriert, das ist jedem selbst überlassen, aber inspiriert hat mich dieses hier. Das ist von Stampin' Up, das ist aus der, wartet, ich zeig's euch gerade. Meine Bestellung ist nämlich angekommen. Und jetzt darf ich euch auch den Katalog zeigen. Moment. Und zwar hier aus dieser Reihe. Herz an Herz. Da sind diese kleinen Schachteln drin. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch gar nicht so blöd. Solche Schachteln sind doch echt total praktisch. Und die passt aber nicht. Die ist ein Ticken zu klein. Also ich lege euch mal hier ein ATC drauf. Die ist halt nicht breit genug und nicht hoch genug. Deswegen dachte ich mir, mache ich es selber. Ich habe es ein bisschen anders gemacht, also wirklich nur einen ganz kleinen Ticken anders gemacht. Also das hier zum Beispiel habe ich nicht reingemacht, weil ich so platzsparend wie möglich arbeiten wollte. Und das Licht ist gerade wieder eine Katastrophe. Das war gerade mal ein bisschen heller. Jetzt ist es wieder zu hell irgendwie. Funktioniert das mit dem Weiß-Hell-Dingsbums-Abgleich hier nicht so gut. Egal. So, jetzt gehe ich jetzt erst, zeige ich euch erstmal, wie ich diese Verpackung gemacht habe. Und zwar ist das wirklich ganz, ganz einfach. Ihr könnt aus einem DIN A4 Blatt bekommt ihr drei Verpackungen. Ihr braucht einmal die Breite des DIN A4 Blatts, also die 21 cm, und dann braucht ihr hier in der Länge nehmt ihr 9 cm. Denn die Maße von dieser Box sind 7 mal 9,1, 9,2, damit es halt auch vernünftig schließt, 9,1 ein Ticken besser. So, und jetzt Vorsicht, Schneideklinge weg. Falls ihr hier einmal jeweils bei einem Zentimeter den Rand einmal drumherum und dann an der langen Seite bei 9,1, bei 10,1, bei 19,2 und bei 20,2. Das heißt, ihr habt eine ganz, ganz kleine Einstecklasche nur, aber es hält. So. Und das war im Prinzip schon die meiste Arbeit. Jetzt braucht ihr lediglich noch eure Schere und ihr schneidet hier, wo die Klebelasche ist, schneidet ihr hier ein ganz kleines Stück schräg ein und dann die Falz schneidet ihr weg. Also wirklich am Rand der Falz entlang, dass die Falz nicht mehr zu sehen ist. Und hier wieder so ein kleines Dreieck rausschneiden. Jetzt schneidet ihr hier unten ein. Hier schneide ich einfach nur die Falz raus. Es ist halt wirklich einfach nur hier so ein Millimeterchen. Das reicht völlig. Könnt ihr euch dann so abknipsen. Das ist total okay. So.
Wenn ihr es ordentlicher haben wollt, könnt ihr es auch wegschneiden. Ne? Also das könnt ihr auch machen. So, und das gleiche dann hier nochmal. Also ihr seht, das ist wirklich super schnell gemacht. Und dekorieren könnt ihr das halt entweder nach Thema oder wie es euch halt einfach gefällt. Und wie gesagt, ihr bekommt 3 von diesen kleinen Boxen aus einem A4-Papier. Und das war mir jetzt tatsächlich auch wichtig, dass wir so viel wie möglich daraus kriegen. Deswegen habe ich diese Lasche hier nicht nochmal dran gemacht. Die hilft einfach nochmal, um zu verschließen. Aber die ist nicht wirklich nötig in dem Fall jetzt hier. Und das trägt ja auch groß kein Gewicht. Von daher ist das völlig ausreichend. So. Schön alles einmal kräftig nachfalzen. So. Am Sonntag ist übrigens kein Video gekommen, weil es mir einfach nicht so gut ging. Und ich, ja, einfach, mir ging es halt einfach nicht so berauschend und dann hat das halt einfach keinen Sinn gemacht. Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert und dann hab mir gedacht, nee, dann soll es heute einfach nicht sein. Gibt so Tage. So, jetzt braucht ihr, also ich mache das lieber mit Abreißklebeband. Ihr könnt auch Flüssigkleber nehmen. Aber ich finde Abreißklebeband in dem Fall jetzt einfach von der Handhabe her ein bisschen einfacher, ein bisschen praktischer. So, das klebt ihr auf die gegenüberliegende Seite, wo die Lasche ist, nach innen. Ich zeige euch gleich, warum. So, hier schön am Rand oder relativ am Rand. So, und dann kommt jetzt hier noch auf die Außenseite hier noch ein bisschen Kleber drauf. Da könnt ihr auch Flüssigkleber wieder nehmen. Na? So. Und jetzt klebt ihr zuerst die Innenlaschen ein. Wenn ihr die nicht festklebt, dann müsst ihr die halt einfach nur reinlegen. Aber es ist ein bisschen angenehmer, wenn ihr es reinklebt, weil dann bleiben die ATCs dann eventuell nicht dran hängen. Ihr könnt es theoretisch auch wegschneiden, aber dann habt ihr halt hier an der Ecke so eine kleine Lücke. Das fand ich jetzt einfach nicht so hübsch. So, dann klebt ihr das hier. Ach so, ich habe hier noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wieso geht das denn so? Wieso will das denn nicht so, wie ich will? Weil ich die Hälfte vergessen habe. So. Okay. Dann klebt ihr das hier gerade an. Und auch hier gerade ankleben. So, dass es hier bündig schließt. So, dann habt ihr jetzt hier so eine kleine Schachtel. So. Und ihr könntet zwar das so reinkleben, dass es dann so zugeht. Aber dann habt ihr halt hier außen diese unschöne Kante. Deswegen klebt ihr hier innen den Kleber, macht ihr hier rein, also das Abreißklebeband oder halt Tombow oder was auch immer ihr für einen Kleber benutzen wollt. Und dann klebt ihr es außen an. So schön gucken, dass es gerade ist unten. So. Hier oben habt ihr so ein kleines bisschen Spiel, weil da ja die Falzlinie ist. So. Und dann nochmal. Hey, kommst du her? So. Das gleiche Schauspiel hier nochmal. Gucken, dass es schön gerade ist. So, und dann habt ihr das schon. Und jetzt könnt ihr das hier reinstecken und es schließt. Also, wie gesagt,
Das passt wunderbar. Es schließt, es hält. Also es geht auch nicht auf. Und wenn ihr es aufmacht, geht ihr halt einfach hier mit dem Finger rein und zieht es hoch. Was ich nicht gemacht habe, einfach damit es schön stramm schließt, ist das hier ein bisschen einzukürzen, wie wir die Klebelaschen immer ein bisschen schräg einschneiden. Das habe ich hier mit Absicht nicht gemacht. Einfach, weil das so eine kurze Lasche ist, damit es halt einfach wirklich hält. Und wie ihr seht, es hält. Und damit ihr auch seht, dass da auch ATCs reinpassen und ich sehe, dass, ob ich mich vermessen habe oder nicht, könnt ihr die hier einfach reinstecken. Zack. Passt. Zumachen. Und dann könnt ihr die verschenken. Ihr könnt die natürlich auch entsprechend größer machen, nur dann passt es nicht mehr auf diese 21 cm. Weil es ist halt wirklich sehr, sehr knapp bemessen, aber es passt halt so gerade. Ich muss hier gerade mal ein bisschen Ordnung machen. Ich bin heute irgendwie so hibbelig. So unruhig, keine Ahnung. Gibt so Tage. Vielleicht brauche ich einfach ein bisschen Vitamin D, kann ja sein. Ja, also hier zeige ich euch gerade noch mal. Hier habe ich mich ein bisschen vermessen. Das ist nur ein kleines Stück, es ist nur so ein Millimeterchen. Aber seht ihr das? Das kann schon echt was ausmachen. Ich meine, es hält trotzdem einigermaßen, also es ist okay. Aber und hier habe ich auch die beiden Laschen, also die beiden Klebelaschen. Was ist denn heute los? Meine Güte. Angeschrägt. Und deswegen ist hier halt auch so ein kleiner, ja, so eine kleine Öffnung, die man halt, wo man halt reinsehen kann. Fand ich jetzt persönlich nicht so geschickt. Und mir hat das halt auch hier nicht mitgefallen. Deswegen habe ich es, weil ich hatte es vorher mit 9,2 gemessen. Und wie ihr seht, ist dann halt auch die Lasche noch ein Stück kürzer, obwohl die ja so schon sehr klein ist. Und ja, deswegen ist diese 9,1, es ist nur ein Millimeter, aber der macht es halt tatsächlich aus. So, und dann war es das im Prinzip auch für heute schon. Wirklich ein ganz, ganz schnelles Video. Wenn ihr das bekleben wollt, macht es bitte auf jeden Fall vorher, weil ihr jetzt, also ihr könnt es jetzt immer noch bekleben, aber es ist jetzt natürlich einfach ein bisschen schwieriger. Hier würde ich die Laschen auf, die sind 1 cm minus der Falz. Ja, es sind immer noch so bei 1 cm, 0,9 mm. Hier würde ich den Klebestreifen ungefähr 3 mm kleiner machen. Was ist hier mal mit dem Licht? 3 mm kleiner machen. Das heißt, ihr seid hier so bei 7 mm ungefähr. Und dann beiden Seiten halt jeweils die 3 mm kürzen. Also, ne, oben 3 mm kürzer, an der Seite 3 mm kürzer. Und hier dann halt auch entsprechend. Ihr könnt das ganz toll dekorieren. Ich hole gerade mal Verpackungen, die ich schon bekommen habe. Dann zeige ich euch nämlich, was noch möglich ist. Kleinen Moment. So, ich habe hier so eine kleine Schachtel, wo ich halt alle ATC-Büchslein, Verpackungen, die ich bekommen habe, reinlege. Einfach, um sie halt nochmal verwenden zu können, weil die sind ja nicht schlecht. Hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, das ist ganz einfach ein Stück Designerpapier, wo ihr hier unten so eine Lasche reingemacht habt, wo ihr die ATCs reinstecken könnt. Also da passen locker 4 ATCs rein. Überhaupt kein Problem. Muss es nur rausholen, weil sonst ist es weg. Dann haben wir hier so eine Tasche mit Klettverschluss, auch sehr edel, sogar mit kleinem Dankefach. Und hier habt ihr auch noch die Möglichkeit, Kärtchen reinzustecken. Und dafür braucht ihr halt ein komplettes DIN A4-Blatt. Aber das ist ja auch kein Ding. Dann ist hier auch nochmal ein Umschlag.
tatsächlich einfach nur ein Umschlag und hier dann diese Klarsichthüllen auf ein Stück Papier geklebt, den Umschlag schön dekoriert, auch eine Möglichkeit. Solche kleinen Täschchen, wo ihr die ATCs halt einfach reinstecken könnt. Dann hier mit so einem Fach, wo ihr es rausnehmen könnt. Die könnt ihr euch auch massenweise vorproduzieren. Und dann haben wir hier noch eins mit einer Banderole verschlossen. Und hier zum Reinstecken. Also wie ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und sowas passt dann natürlich auch einfach in einen Umschlag. Das könnt ihr halt einfach in einen DIN A4-Umschlag packen. Und dann könnt ihr es verschicken. Da müsst ihr nicht noch groß irgendwie Verpackung oder sowas haben. Hier haben wir dann nochmal das Gleiche. Und hier auch nochmal ein bisschen höher dann. Auch mit einer Banderole verschlossen. So, dann die tue ich jetzt auch hier rein, damit ich sie da drin habe. Und ja, wenn euch sowas interessiert, wie man ATCs auch verpacken kann, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich super darüber freuen. Und ich freue mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und ich freue mich auch riesig darüber, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist kostenlos. Und ihr bekommt in der Regel zweimal in der Woche ein Video von mir. Mittwochs das ATC-Video und sonntags ein anderes Kreativvideo. Und was ihr sowieso immer grundsätzlich kostenlos dazu bekommt, ist mein Gesabbel. Und ja, ich habe noch ein paar andere Projekte, die jetzt nichts mit Kartenbasteln zu tun hat, sondern mit Sachen anmalen. Ich zeige euch gerade mal was. Und zwar habe ich von meinem Schwiegervater das ist Gießton, so eine Eule bekommen. Ey, das ist jetzt mit dem... wie ich es mache, es ist nicht richtig. Das ärgert mich hier. So. Licht mal hier ein bisschen weg. Ja, auf jeden Fall, glaubt mir, es ist eine Eule. Und die möchte ich auf jeden Fall noch bemalen und entsprechend glasieren und die dann rausstellen. Da habe ich noch ein paar andere Sachen. Wenn euch das interessiert, wie ich das anmale, wenn ihr da Lust drauf habt, mir dabei zuzusehen, dann im Schnelldurchlauf, also oder zumindest etappenweise, dann lasst mich das gerne wissen, dann mache ich das mit euch zusammen. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen von den Dingern. Und wenn euch zum Beispiel auch mal ein bisschen Ordnung interessiert, also in Form von, wie sortiere ich meine Designerpapiere oder wie sortiere ich meine Stempel, Handstanzen, Käsekuchen, dann lasst mich das auch gerne wissen, dann zeige ich euch das mal. Und fällt mir sonst noch irgendwas ein, was ich euch noch sagen wollte? Nee, ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Wenn ja, dann erzähle ich es euch beim nächsten Mal. Ich räume hier schon mal weiter auf. Und ja, dann bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen, als euch hier nochmal die Verpackungen zu zeigen, die wir heute gemacht haben. Also die habe ich gemacht, die habe ich schon vorher gemacht. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, bleibt kreativ, schreibt mir gerne einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal in diesem Chaos. Ciao!